Ja, Freunde des gepflegten Waldsports, es ist scheiße windig hier. Ich habe mich klamottentechnisch komplett verschätzt. Kurze Hose, T-Shirt und es ist gefühlt irgendwie, weiß ich nicht, 10 Grad. Bei mir daheim in Frankfurt waren es doch irgendwie 25 Grad. Und ich dachte, Pforzheim fährst du Richtung Äquator, fährst du der Sonne entgegen, wird es wärmer. Scheiße ist es. Naja, egal. Das Stadion wärmt natürlich die Herzen, das Holzhofstadion. Ich freue mich, dass ich das hier noch vorm Abriss machen kann. Das ist, glaube ich, das viertletzte Spiel hier im Stadion. Und es lohnt sich wirklich. Also wer es noch schafft diese Saison, der sollte sich diese Perle unbedingt geben. Nicht nur, weil es ein schönes Stadion ist. Ihr seht im Hintergrund die Tribüne und ihr seht natürlich auch die vielen Stehstufen hier im Stadion, die das Ganze zu einer wirklich tollen Fußballanlage machen. Auch kulinarisch gibt es hier einiges zu bieten. Ein bisschen kritisch sehe ich, dass man hier mal wieder extra anstehen muss für Marken. Frag mich wieder, wofür der Mensch das Bargeld erfunden hat, dass man wieder irgendwie so eine Zwischenwährung, die Marken hier einführt, um überhaupt an Essen und Trinken zu kommen. Wenn man die aber einmal ja, gekauft hat, bekommt man hier eine sehr gute, eine sehr knackige, bissfeste Bratwurst, die darüber hinaus auch ganz gut gewürzt ist. Ich habe auch eine Currywurst mal probiert. Die Soße, die war wirklich ganz elegant, ganz lecker, hatte eine gute Süße. Die war ja wirklich empfehlenswert. Und das Bier hier vom Brauhaus Pforzheim ist ein helles, sehr leckeres, bekömmliches, süffiges Bier. Auch da würde ich empfehlen, einfach mal zuzulangen. Ansonsten ja, kommt einfach noch mal nach Pforzheim, solange es das Holzhofstadion hier noch gibt. Es lohnt sich auf jeden Fall, es ist eine richtig tolle Fußballanlage, richtig oldschool, die Stufen schon einigermaßen verwittert, so wie man das als Nostalgiefreund gerne mag. Und naja, wie gesagt, die Tribüne als das Hauptschmuckstück hier, die machen einen Besuch schon sehr wertig. Also Empfehlung Pforzheim, einfach mal vorbeischauen, solange es noch geht. Dann wird man als Groundhopper sicherlich ein schönes Fußballspiel und ein schönes Erlebnis haben. Also bis zum nächsten Mal, macht es gut.